du schon mal von Yatzyu gehört? Das ist eine App, mit der du dein ganzes Essen tracken kannst und genau die schauen wir uns heute an. Huhu, ich bin die Froni und normalerweise steht hier neben mir der Nico, der hat heute allerdings keine Zeit, deswegen mache ich das Video alleine. Und als Ernährungscoaches zeigen wir dir hier und auf salala.de, wie denn Low Carb funktioniert. Und wir haben auf Facebook gefragt, ob du denn Bock hast, mal so eine Videoserie über die verschiedenen Kalorienzähler-Apps zu sehen, denn da gibt es ja so verdammt viele auf dem Markt und irgendwie ist jede in Ordnung, aber die sind alle so ein bisschen anders und jeder hat seinen Favoriten. Und deswegen schnappen wir uns jetzt die drei beliebtesten und nehmen die mal durch die Mangel und vergleichen und schauen, welche das die beste ist für dich. Und am Ende kannst du dir natürlich dann auch ein Fazit bilden und sagen, okay, das ist meine App, mit der gehe ich. Wir haben unseren Favoriten, aber den sagen wir erst am Ende in unserem Fazit. Und im heutigen Video starten wir mit Yatzyu. Yatzyu ist noch eine relativ junge App, die gibt es jetzt seit ungefähr 2015 in den App-Stores und sie kommt aus Deutschland, um genauer zu sein aus Erfurt. Verfügbar ist Yatzyu sowohl für iPhone und iPad als auch für alle Android-Geräte. Es gibt aktuell leider noch keine App für Windows oder auch noch keine Webanwendung, die du in deinem Browser öffnen kannst. Yatzyu ist eine App, die kannst du kostenlos nutzen. Es gibt auch einen Pro-Tarif, aber so die Grundfunktionen sind alle kostenlos. Und auch die Installation von Yatzyu ist kostenlos. Das Preismodell von Yatzyu ist relativ einfach. Du hast drei verschiedene Tarife. Also es gibt einmal einen 12-Monats-, einen 6-Monats- und einen 3-Monats-Tarif, die sich im Preis unterscheiden. Also für die 12 Monate zahlst du 22,49 Euro, was so ungefähr 1,87 Euro im Monat entspricht. Denselben Preis, also diese 22,49 Euro, kannst du auch für die 3-Monats-Tarif Version zahlen, da bist du dann monatlich umgerechnet bei 5,50 Euro. Deswegen sagen wir, die 12-Monats-Version ist somit die günstigste, weil du zahlst einmal 22,49 und kannst die App dann 12 Monate lang nutzen und zwar im vollen Funktionsumfang. Wenn du willst, kannst du aber auch die kostenlose Version nutzen, da reichen die Basisfunktionen vollkommen aus. Das Tolle an Yatzyu ist auch, du brauchst jetzt kein Benutzerkonto, also du musst da nicht unbedingt deinen Namen angeben, deine E-Mail-Adresse und so, sondern du kannst das komplett ohne Registrierung nutzen. Der Vorteil der Registrierung ist allerdings, dass du über verschiedene Geräte hinweg deine Daten synchronisieren kannst und auch eine Sicherung deiner Daten hast. Weil wenn du dich jetzt nicht registrierst, dann ist alles nur auf deinem Handy gespeichert. Und wenn dein Handy kaputt geht oder du dein Handy verlierst, dann sind die Daten natürlich auch alle weg. Und egal, ob du jetzt ein registriertes oder nicht registriertes Konto hast, du kannst ganz normal mit Yatzyu dein ganzes Essen tracken. Lebensmittel suchst du in Yatzyu ganz einfach entweder per Textsuche oder per Barcode-Suche. Das heißt, wenn bei einem Lebensmittel der Barcode hinterlegt ist, dann kannst du den einfach abfotografieren und so findet Yatzyu dann das Lebensmittel schneller, ohne dass du irgendwie hier kompliziert den Text eingeben musst. Wenn jetzt so ein Lebensmittel nicht in der Datenbank drin ist, dann kannst du das auch ganz einfach hinzufügen. Geht genauso auch mit Rezepten und es gibt auch die Funktion, dass man Mahlzeiten hinzufügt. Mahlzeiten heißt einfach, du stellst dir aus verschiedenen Lebensmitteln, die du immer wieder zusammen isst, eine Mahlzeit zusammen und kannst die so einfacher in deinen Tagesplan einfügen. Also wenn du zum Beispiel täglich eine Scheibe Chia-leinsamen Hüttenkäsebrot von uns ist, dann kannst du sagen, okay, eine Scheibe Chia-Brot, dann tust du da drauf immer 20 Gramm Butter, dann noch eine Scheibe Schinken und vielleicht trinkst du dazu auch immer eine Tasse Kaffee. Und genau das kannst du als Mahlzeit speichern und so immer unkompliziert dann abrufen. Für jeden Tag, den du dir jetzt aufgeschrieben hast, siehst du eine Zusammenfassung deiner Nährwerte, also der Makronährwerte wie Protein, Eiweiß, Kohlenhydrate und deine Kalorien, die du verbraucht hast. Wenn du jetzt weitere Auswertungen haben willst, also sowas wie, wie viele Vitamine waren das und wie viele Ballaststoffe und so weiter, dann musst du bei Yatzyu auf die Pro-Version upgraden. Genauso auch, wenn du eine Auswertung zu den einzelnen Mahlzeiten haben möchtest. Also was war zum Frühstück, wie viele Kohlenhydrate, Eiweiß, Protein hast du da gegessen oder zum Mittagessen. Auch dafür brauchst du dann die Pro-Version, um da die genaueren Auswertungen zu sehen. Wenn du Yatzyu jetzt zum ersten Mal startest, dann fragt es dich, ob du Gewicht abnehmen willst, Muskeln aufbauen willst oder dein Gewicht halten möchtest. Das kannst du auswählen und anhand dessen berechnet dir Yatzyu dein Kalorienziel. Dieses Kalorienziel gerade zum Abnehmen ist aber unserer Meinung nach relativ gering angesetzt. Also bei mir setzt Yatzyu so um die 1400 Kalorien an. Ich selber schraube mich aber immer hoch auf ungefähr 1600 Kalorien. Das heißt, da musst du nochmal schauen und vielleicht mit einer Website wie gesundepfunde.de nochmal ausrechnen, ob denn das stimmt, was Yatzyu dir da sagt. Ansonsten kannst du bei Yatzyu auch in der freien Version dein Makronährstoffziel einstellen, also wie viel Kohlenhydrate, wie viel Protein und wie viel Fett du zu dir nehmen willst. Das Ganze machst du anhand von Prozentwerten. Yatzyu hat da auch schon eine Vorgabe mit Low Carb, Standard, Yatzyu-Ernährung und Low Fat.
Das, was Yazio als Low Carb ansieht, ist für uns aber immer noch relativ hoch. Yazio sagt Kohlenhydrate 30%, Eiweiß 25% und Fett 45%. Da sind wir anderer Meinung, wir würden die Kohlenhydrate eben auf 10-5% schrauben. Das Eiweiß mit 25% kann man lassen und das Fett dann dementsprechend auf 65-70% hochschrauben. Wie man das aber genau berechnet, das haben wir schon mal in einem Video erklärt. Und zwar findest du das da oben unterm i verlinkt. Was mich jetzt da ein klein wenig stört, ist, dass du jetzt nicht die Grammanzahl angeben kannst, sondern du musst tatsächlich mit den Prozentwerten rumspielen. Ist aber eine Gewöhnungssache. Schöner wäre es noch, wenn man Gramm angeben könnte. Funktioniert aber mit Prozenten genauso. Was ich ganz toll finde an Yazio ist, du hast einen eingebauten Wasserzähler. Das heißt, wenn du deine Trinkmenge am Tag mitprotokollieren möchtest, brauchst du nicht noch eine eigene App, sondern das kannst du in Yazio anhand von so Gläsern. Die kannst du anklicken und dann sind die ausgemalt, wenn du die getrunken hast. Du kannst da auch einstellen, wie groß für dich ein Glas ist. Also bei uns sind es ja diese Flaskerflaschen mit 750 Milliliter und die zähle ich mit. Das heißt, ich stelle in Yazio ein, dass ein Glas Wasser 750 Milliliter sind und jedes Mal, wenn ich dann auf sein Glas drücke, dann habe ich 750 Milliliter getrunken. Yazio kann dich auch daran erinnern, dass du trinken sollst. Das macht dann immer ganz nett mit so einer Push-Meldung, die auf deinem Display erscheint. Das kannst du in den Einstellungen aber auch ausschalten. Und genauso kann dich Yazio auch an dein Essen erinnern und an die Wiegungen und Messungen, die du vornehmen sollst. Aber auch das kannst du alles ausschalten. Und ich finde, für eine kostenlose Version ist das schon ganz schön viel, was man da bekommt. Die Pro-Version hat aber noch einiges mehr. Und zwar der erste Punkt ist, die Pro-Version ist werbefrei. Und dann bietet die Pro-Version das Hauptmerkmal von Yazio, und zwar vorgefertigte Ernährungspläne. Die vorgefertigten Ernährungspläne sind nicht individuell an dich angepasst, sondern das haben Ernährungswissenschaftler zusammengestellt und wir sind nicht ganz so hundertprozentig einverstanden mit den Empfehlungen, die es da gibt. Für einen ersten Anhaltspunkt kann man die aber schon nehmen. Wenn du aber individuell was auf dich abgestimmt haben willst, dann kommst du nicht drum, zu einem Ernährungsberater zu gehen und dir da einen zusammenstellen zu lassen. Also so wie von uns zum Beispiel. Was du auch mit der Pro-Version bekommst, ist die Rezeptdatenbank von Yazio und da sind aktuell so um die 400 Rezepte drin. Du kannst trotzdem auch in der kostenfreien Version jederzeit eigene Rezepte anlegen. Wir haben uns ein paar von den gerade Keto- und Low-Carb-Rezepten angeschaut. Die sind in Ordnung, du musst trotzdem immer gucken, weil auch da manchmal Rezepte dabei sind, wo so Dinge wie Eiweißpulver oder Bananen verwendet werden, was jetzt bei uns natürlich nicht auf dem Speiseplan steht. Das heißt, prüf da nochmal die Zutaten, aber grundsätzlich, so ganz grob, war das in Ordnung, was wir da gefunden haben. Was uns aber ganz besonders freut, ist, dass in Yazio schon ganz viele Rezepte von unserem Blog drin sind. Eben wie vorhin angesprochen, das Chia-Leinsamen-Hüttenkäsebrot ist da schon drin und die findest du, wenn du bei Yazio bei Rezepten nach salala.de suchst, da findest du unsere Rezepte. Die sind nicht von uns da eingetragen, das wart ihr und wir sagen da mal ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Was Yazio auch noch kann, ist automatisches Tracking. Das heißt, du kannst es mit anderen Apps verbinden, wie zum Beispiel Garmin, Fitbit oder Polar. Die gibt es sowohl für iOS als auch für Android. Und bei Android kannst du noch Google Fit und Samsung Health noch mit anschließen. Und dann hat die Yazio Pro-Version noch ganz viele weitere Funktionen, sowas wie eine Lebensmittelbewertung, die dir anhand deines Ziels, das du eingestellt hast, eben sagt, ob dieses Lebensmittel jetzt in deinem Plan passt oder nicht. Sowas wie, das hat zu viele Kohlenhydrate oder zu viel Fett oder zu wenig Protein. Das zeigt dir Yazio alles in der Pro-Version schön an. Und dann gibt es da noch so Dinge wie Ernährungstipps. Das sind halt so allgemeine Standardtipps wie trink genug Wasser oder iss nicht so viel Salz. Die würde ich tatsächlich vorsichtig bewerten, weil die gehen eher so in Richtung DGE-Standards. Aber die kann man ausblenden, diese Tipps, was ich ganz gut finde. Und dann hast du noch die Möglichkeit, an sogenannten Challenges teilzunehmen oder so. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte jetzt keinen Zucker essen. Dann klickst du drauf und dann läuft so ein Countdown. Und sobald du dann Zucker isst, drückst du wieder drauf und dann siehst du, wie viele Tage, Stunden, Minuten du ohne Zucker verbracht hast. Und dann gibt es noch so ein anderes Feature, das nennt sich Fasten-Feature. Und da kannst du einstellen, okay, ich mache 16:8 und dann stellst du deinen Zeitraum ein, in dem du essen möchtest, also irgendwann so von 12 bis 20 Uhr. Und Yazio sagt dir dann, wie lange, dass du jetzt noch essen darfst. Und dann sagt es dir auch, wie lange, dass du jetzt noch warten musst, bis du wieder was essen darfst. Und das finde ich ziemlich cool, weil so überlegt man ja so, wann habe ich jetzt gestern Abend aufgehört zu essen, wann darf ich denn wieder essen? Und so kannst du das immer individuell einstellen und du weißt, wann dann dein Essensfenster ist.
Und dann gibt es auch noch so andere Dinge wie eine Einkaufsliste. Die Statistiken werden bis zu 2,5 Jahre gespeichert in der Pro-Version. Dann hast du noch weitere Nährstoffinformationen und weitere Körperdaten. Also so Dinge wie Blutzucker kannst du noch eintragen. Dann kannst du deine Maße mit angeben und zwar von sämtlichen verschiedenen Körperteilen und so. Das kannst du alles in der Pro-Version mit angeben und dann auch noch verfolgen, wie lief's denn? Und das eben bis zu 2,5 Jahre lang zurückverfolgen. Die Vorteile aus unserer Sicht für Yatio sind eben, dass du dich nicht unbedingt registrieren musst. Das heißt, Yatio kann nicht Rückschlüsse darauf schließen, dass du das jetzt bist, der diese Daten einträgt, wenn du dir kein Konto erstellst. Und dass in der kostenfreien Version die Nährwertziele geändert werden können, finden wir auch sehr toll, weil das ist in den anderen Apps nicht unbedingt immer der Standard. Und auf der negativen Seite steht für Yatio eben, dass es keine Web-App gibt. Das heißt, ich kann mich nicht am PC setzen und da gucken, was habe ich denn gegessen. Und halt eben, wenn du dir die Rezepte anguckst, es herrscht so ein klein wenig Fettphobie auch bei den Ernährungsplänen. Was aber irgendwo logisch ist, denn die Pläne basieren halt nun mal in gewisser Weise auf DGE-Angaben. Und da ist das halt mit dem Fett noch nicht ganz so fortgeschritten. Unser Fazit zu Yatio ist sehr positiv, weil du kannst es in der kostenfreien Version schon gut nutzen und 22,49 Euro für ein ganzes Jahr ist jetzt nicht so extrem teuer, wenn du die Pro-Version auch haben möchtest. Ansonsten sei ein bisschen vorsichtig mit den Lebensmitteln, die drinsteht. Manche Angaben sind nicht hundertprozentig in Ordnung mit Brutto-, Netto-, Kohlenhydrate und so. Da musst du einfach gucken, aber wenn da ein Blumenkohl steht mit 15 Gramm Kohlenhydrate, dann kann das nun mal nicht wahr sein. Also da musst du dann doch manchmal noch mit anderen Programmen nochmal querprüfen. Ist aber bei den anderen Apps auch nicht anders. Das liegt einfach daran, weil Menschen dahinter sitzen, die diese Lebensmittel eingeben und da passieren Fehler und eben auch manchmal die Verwechslung zwischen Brutto- und Netto-Kohlenhydrate. Ansonsten ist Yatio für uns eine App, wo wir sagen, okay, die kannst du nutzen, eben auch kostenfrei. Und wenn du jetzt willst, dass wir dir so eine kleine Einführung in Yatio geben, also wie meldest du dich an, wie gibst du die Lebensmittel ein, wie speicherst du Rezepte und so, dann können wir darüber auch gerne ein eigenes Video machen, weil das würde jetzt den Rahmen von dem Video hier jetzt etwas sprengen. Und das schreibst du uns am besten unten in die Kommentare rein, wenn du sowas haben willst. Ich kann auch gerne da oben noch eine Umfrage über dem i einstellen. Das heißt, klick mal da oben auf das i und da kannst du dann abstimmen, ob du gerne so ein Video haben möchtest oder nicht. Und dann machen wir so eins. Und wenn du es nicht verpassen willst, wie es denn mit den anderen Apps ist, also FDDB und MyFitnessPal haben wir aktuell noch geplant, dann drück mal da unten auf den Abonnieren-Knopf und daneben auf die Glocke, damit du nicht verpasst, wenn das Video rauskommt. Und alles andere schreibst du unten in die Infobox, in die Kommentare rein. Und wenn du das jetzt alles nochmal in Textform nachlesen möchtest, dann schau mal in die Infobox, da ist ein Link zu unserem Blog. Da habe ich nochmal das Ganze in den Blogbeitrag zusammengeschrieben. Und ansonsten sehen wir uns am Samstag wieder. Ich glaube, es gibt Marshmallow Fluff oder Snickers Eis. Eins von beiden. Schau am besten am Samstag wieder rein. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüss!